So, wir spielen jetzt Godring Katalon. Boah. Ich weiß noch nicht, wie gut es ist. Oder ob es kacke ist oder nicht. Das heißt, also ich habe auch Godring Katalon nie gebaut, aber es klingt irgendwie cool, oder? Was werdet ihr bauen? Ich werde Godring Katalon spielen. Welche Itemrichtung? Godrinker. Könntest du mir ein Itembild für Tal empfehlen? Godrinker. Könnte man auch so einen Endboss. Boah, ich muss gleich noch den Endrun in Heroic Mysic machen. Da gibt's nur noch den Godrinker. Gut. Also. Godrinker Talon. Der Itembild ist wie folgt. Wir bauen als erstes Godrinker. Und dann gehen wir Black Cleaver und dann Raidenous Hydra. Und jetzt werden wir Level 2. Nicht, weil der nicht stirbt. Gotti, dann gucken wir mal, wie das so klappt. Wir haben natürlich jetzt eine Flasche dabei. Würde ich nicht zwingend empfehlen, aber mir war danach, Leute. Manchmal ist einfach danach, ne? Und wenn danach ist, dann ist danach. Ne, wenn euch mal nach Bett ist, dann ist nach Bett. Dann könnt ihr nicht sagen, nee, kein Bett, dann ab ins Bett einfach. So, deswegen Ward hier. Und da, die fahren wir ab, die kleinen Lords und Ladies hier. Zack, 4 Gold gemacht. Habe ich 4 Gold bekommen? Ich glaube schon. 2, 4, 6, 8. Gut, also Malzah Teleport. Das heißt, er ist gettbar. Wir müssen immer nur gucken, dass er sein Schild nicht aufbaut. Das können wir hier oben sehen. Na, wenn es kurz davor ist, dann müssen wir dem so ein Ding an den Kopf schachern. Also, eigentlich eh immer, aber spätestens dann. So, hier droppen die Minions gerade ein bisschen. Weirdorino. Ja, Talon ist ja aktuell nicht so gut, muss man eingestehen. Jetzt müssen wir ihn wieder... Oh, ja, Weide! Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Das liegt aber natürlich daran, dass wir eine Flask haben, ne? Und er hat plus 6 Armor, aber das ist jetzt auch nicht zu viel. Das ist jetzt auch nicht zu kommen. Aber das liegt natürlich... Oh, das war knapp. Hätte er nochmal eingesammelt, wäre ich ja, ich weiß nicht. Aber, Mann, ich werde gewinnen, ihr Blocks. Ja, ich glaube, es ist okay. Oh, das sieht aus wie ein Gank. Da wäre ich raufgesprungen. Ja. Ich bin aber auch manchmal smart, aber nur manchmal. Nur manchmal. Ich bin tot. Liebelei. Oh, nochmal geil. Ich habe es aber direkt gemerkt. Mein Smartometer hat direkt gesagt, hier ist was böse im Busch. Aber ich hätte eher gesagt, hier ist das böse im Busch. Und nicht das böse, weil das böse war gar nicht im Busch. Das böse war auf der Anhöhe. Gut. So, jetzt haben wir ein Schwert. Jetzt haben wir natürlich keinen Flash mehr. Aber, naja, gut. Flask wieder aufgeladen. Schneller back. Ich bin natürlich Smartalon. Deswegen kaufen wir Pinkwood. 2 Stück gekauft. Wow. 2 Pinkwoods bei Minute 53. Wow. Der Typ will wirklich nach Challenger. Wow. Wow. Also, okay. Gut. Gutti. Mediterrane 40 von Teekanne, mega lecker. Mega lecker, Leute. So, also. Ja, Malzah sollte possible sein. Damals hat man QSS so ein bisschen gegen den gerusht. Dann konntest du ihn sehr früh töten. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch QSS so gibt, wie sie damals war. Wahrscheinlich. Gibt es noch eine billige? Ja, bestimmt, ne? Billig will ich, Leute. Merkt euch das. Ah, da. Und die war toll, deswegen habe ich sie nicht genommen. Shit. Nee, so. Magieresistance, wissen Sie? Ich, Mann, Leute. Was ist denn Magiere? Hier, das hier sieht aus wie Magieresistance. Hier, QSS, 1-3. 1-3, okay. Wir können, passt auf, wir machen folgendes. Wir pushen schnell durch. Ich muss auch gleich gucken, was wir überhaupt für die Eier für Godrinker brauchen. Ich weiß das gar nicht. So, wir machen jetzt einen schnellen Quick Round. Also relativ quick. Also, Top Lane. Ja, gehen wir Bot Lane, Leute. Sieht gut aus. So, wichtig beim Top Lane, Bot Lane Raum ist, da ist ja eine, so ein Wassermann. Deswegen gehen wir hier drüber. Hier werden wir... Also, hier drüber geht auch. Ja, und jetzt auch nicht dadurch, weil da ist Vision. Deswegen gehen wir... Guten Tag! Einmal bitte die Yordle-Karten. Und ich mach gar keinen Schaden! Wo ist mein Schaden? Wo ist mein Damage? Ah, das liegt an Conqueror, Leute. Stimmt. Aber deswegen mag ich Conqueror nicht. Können wir die Miss Fortune töten, Leute? So, ausgelöst und rübergegangen. Ich habe alle Pflaster und ich bin hier. Bitte nicht. Okay. Oh, da ist Mr. Javan, Leute. Wir haben kleine. Ja, ich geh einfach hier rüber. Later. Later. Ich muss jetzt hier rüber. Later. Leute. McLeutenstein. Hier ist einiges los. Okay, da müssen wir erstmal raus. Ja, das ist natürlich ein klarer Nachteil bei Talon. Deswegen. Ich meine, also was heißt bei Talon? Bei Conqueror Talon. Da muss ich auch einfach sagen, deswegen spiele ich es nicht so gerne. Aber vielleicht ist es einfach. Ne, ich sag mal, so eine Spielweise, beziehungsweise man muss darauf klarkommen. Es ist halt kein Burst-Build, sondern ein Build, der ein bisschen länger aushält. So ein bisschen Off-Tank schon, quasi wie so ein Bruiser, sag ich mal. Das heißt, wie so eine, keine Irelia oder sowas in der Richtung. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Ich weiß aber auch, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, mit Electrocute hätte ich den Jax auch nicht gekillt, oder? So, dann gucken wir mal.
Ob Gore-Drinker was kann. Wie baut man denn Gore-Drinker? Ich glaube, so irgendwie. Ich weiß es gar nicht. Ist das doch ein Mythic, oder nicht? Lass mal hier, das ist bestimmt ein Bruiser-AD-Item. So, hier. Blutgier. Zack, Phage ist natürlich nicht geil. Ich glaube, ich würde das als erstes bauen, aber ich habe dafür kein Geld. Dann machen wir einen HP-Stein und Schuhe. Ist natürlich jetzt nicht der geilste Bag. Sind wir ehrlich? Bonjour, Sir. Bonjour, bonjour. Sind wir ehrlich, Leute, aber... Wie ging das da unten aus? Wir haben den Drachen verloren und Miss Fortune 2 Kills. Ist natürlich doof, aber ist noch alles im Rahmen. Und Jin hat, glaube ich, auch einen bekommen oder hat der den vorher schon gehabt? So, hier sind ordentlich Minions. Das Gute an dem Item-Bild ist, hier ist diese Peitsche drin. Und der Wavegear von Talon ist aktuell echt madig, Leute. Muss man einfach sagen. Und vielleicht hilft das dem Wavegear so weit, dass er wieder gut wird. Na, das wollte ich sowieso nochmal testen, diese Tiamat-Items. Na, so, wir haben ein Pinkwood. Wo stellen wir das? Wir wollen das ja auch stellen. Da ist erst Level 6 schon, ich auch. Botlane ist schon gank. Ich würde mal... Na, der Wavekill, seht ihr, ich meine, ich kann noch natürlich Punkte ins W machen. Ich habe jetzt auch nicht die Meister-D, aber auch mit vieler D. Ist das eher madig, Leute, ja? So, können wir vielleicht Top-Lane-Rom? Ne, wir müssen Bot-Lane, weil das ist immer noch Action. Allerdings sind unten noch alle Wände rot. Ich würde jetzt da entgegenkommen. Aber ist natürlich auch gefährlich. Ist natürlich auch gefährlich. Vielleicht können wir jemanden abfangen. Könnte aber sein, dass die hier noch Vision haben. So, die sind auch alle noch gut bei Leben. Ich könnte hier schon mal das Schild sehr einfach bekommen. Ne, da gehen wir raus. Gar kein Bock. Hallo, Tynex. Ja, klar. Du hast gesagt, ich soll Ionia erobern. Du hast gesagt, das wird schon klappen. Doch, das hast du gesagt. Das ist das super. Ach, Leute, Leute. Hallo. Wow. Wow. Erstmal, warum ist das so laut? Zweitens, warum tryharden die so auf mich rein? Und drittens, warum kamen da zwei Sounds? So viele verrückte Verrücktigkeiten heute Morgen. Irgendwie sind die Sub-Dinger manchmal wirklich weird. Manchmal werden sie gar nicht angezeigt, jetzt werden sie doppelt angezeigt. Danke dir, Korrelore. Korrelore, guten Morgen, vielen lieben Dank. Ja, ist ein bisschen laut, aber lieber zu laut als tot. So, gut, also das hat auf jeden Fall reingeschleppert. Das ist natürlich auch sehr eklig, ne? Malzer, Follow-up und... Oh, Mann! Hätte ich mehr AD gehabt, ich brauche 875 Gold mindestens. Vorher können wir nicht shoppen, Leute. Ich will wenigstens die Kettenpeitsche da haben, also beziehungsweise die Pickaxe davon, damit wir auch mal ein bisschen AD bekommen. Dann machen wir mal vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen mehr Schaden. Gib, 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 gib. Okay, sehr gut. So. Also. Wir müssen halt gucken, dass wir... Aktuell sieht es ja noch nicht so schlimm aus als Miss Fortune 3.0. Das ist ein bisschen nervig. So. Wir brauchen Pickaxe. 25 sind genau wie damals die Pickaxe. Sieht ein bisschen... Sieht sie langweiliger aus? Ich weiß nicht. Sie sieht aus, wenn ich ehrlich bin, als wäre sie nicht 875 Gold wert. Sie sieht aus, als wäre sie 300 Gold wert. So, Eisenstachelpeitsche. Bin ich jetzt auch nicht der Giga-Fan von, aber mal, das ist quasi die Tiamat Active. Ohne die Pässe. Ja, man kann einmal um sich rumballern. 325 Gold und das könnte als Waveclear potenziell reichen. Müssen wir mal testen. Vielleicht wäre es auch worth, weil wir bauen ja, soweit ich sehe, beide Tiamat-Items. Vielleicht wäre es ja auch worth, den anderen Tiamat als erstes, aber dann ist der Score-Drinker-Item so spät. So, Pinkwood muss ich immer noch stellen. Hat sich bisher noch nicht so richtig angeboten. Können wir den Boy hier fighten? Vielleicht. Naja, ich werde Geminion-blockt. Geminion-block. Ich muss halt raw... Mann, das hier kommt doch schon wieder ein Gank. Ah, Mann, ey, wie soll ich denn überhaupt was machen, Leute? Was ist denn das hier für eine Campung? Hallo, was ist... Wieso spannt denn die ganze Zeit in der Mitte? Kann der mal bitte gehen? Der hat auch noch seine Ultimate zur Not. So, die könnten potenziell da drin sein oder darüber gehen. Ich bin da, das können wir fallen. Komm. Ich will auch was. Ich brauche jetzt mal Geld. Gib mir Geld. Geldklauner-Attacke. Sehr stark. Sehr, sehr schön Geld genommen. Sehr gut. Ich brauche ein bisschen Power, Leute. Das war gut. Und jetzt holen wir uns noch eine Platte von Platte Vielmann. Platte Vielmann. Gib. Sehr gut. So. Ja, können wir machen. Tynex, gleich du. Können wir machen. So, Platte. Platte Vielmann. Oh, geil! Das ist richtig, richtig geil! So, jetzt noch ein paar Minions nehmen. Wir warten jetzt auf die W und die hauen wir gleich, um die Minions zu nehmen. Ne, keine Autotext verschwenden, wenn möglich. Zack, perfekt. Guck dir das an. Und jetzt holen wir uns noch eine Platte. Na, oder? Ja, doch. Da gehe ich für. Ist mir egal. Ich habe ja keine Agro. Solange ich keine Agro habe, habe ich keine Agro. Genommen. Ultimate gebaitet. Jetzt nur gucken, dass wir nicht sterben. Sollte aber passen. Sehr gut.
Na, solange ihr den Gegner nicht angreift, ist ein Turm kein Turm. Merkt euch das. Ein Turm ist nur ein Turm, wenn ihr den Turm... Also, wenn er auf dem Schachbrett steht oder wenn ihr ihn verärgert und erzürnt. So, Stachelpeitsche, Page, HP-Schein. Ich weiß nicht, ob es worth ist, das zu rushen, aber mal gucken. So, wie funktioniert das jetzt? Bam! Okay, cool. Sieht ein bisschen aus wie Samira W, oder? Füge nahen Gegnern 102. Das ist ein bisschen weniger als meine AD. Ist das meine Base-AD vielleicht? Nee. Das ist einfach, steht auch kein Scaling bei, ne? Kann das... Oh. Ups. Ja. Das ist einfach Damage. Da, und Vasallen mit weniger... So, Damage! Bam! So, Vasallen mit weniger als 50 Leben kriegen Bonus-Damage. Hat auch einen relativ geringen Cooldown. Ist okay. So, die sind da schon wieder am Fighten, Leute. Aber ich... Mein Gott, ey. Da ist auch komplett Holland in Not. Und ich muss jetzt immer noch meinen Pinkwatch stellen. Werde aber auch Giga gecampt, muss ich einfach mal akzeptiert sagen hier. Also der Camp ist schon sehr stark in der Mitte. Von Pantheon vor allem. Jax war aber auch schon ein paar Mal da. Zweimal, glaube ich, oder? Gut, dann lass mal gucken, wie der Wave Clear so ist. Das müssen wir auch beurteilen. W durch, in die Mitte stellen und Batz. Ist okay, glaube ich. Und jetzt könnten wir Roam gehen. Vielleicht einen schnellen Toplane-Roam. Das heißt, der Jarvan wird da gleich sein. Und dann können wir den direkt abfangen. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade beim Drachen war. Kann sein. Hallo, seine Di. Guten Tag. Guten Tag. So, sollen wir einen Pinkwatch? Stellen wir mal hier hin. Ne, wir stellen... Ich brauche ja Vision Score, Leute. Ich will Vision Score. Ist jetzt ein bisschen unnötig, aber da soll's rein. Zack. Bam. Toplane ganken. Ah, also potenziell. Ich weiß nicht, wir haben noch eine Kayle-Ult. Vielleicht können wir den direkt diven. Ist gefährlich. Ich habe auch nicht so viel Schaden. Ey, sie sagt aber, sie ist fett as fuck. Also, let's go. Komm. Können wir? Aber die Minions sterben jetzt. Scheiße. Ich weiß nicht, Leute. Ist ein, wenn er seine EQ benutzt, vielleicht. Aber es kostet mich jetzt 1 Million Zeit hier. Aber vielleicht diven wir ja gleich einfach, Leute. So. Go jetzt. Go. Guten Tag. Einmal die guten... Oh, da kommt ein... Aber den machen wir doch jetzt fertig. Zweddo. Und raus. Tschüss. Sehr gut. Schön, 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 schön. Und ein Teleport gekriegt. Da passiert ja nichts. So. Dann Brief 4 Brom fürs Item. 600. Sehr gut. Ist fertig. Jetzt müssen wir aber noch in die Mitte gleich schnell. Aber wir sind ja schnell der schnelle Tobi. So, Blutgier, Gore-Drinker, wow! So, was kann das Item? Es gibt AD, es gibt Leben, es gibt Fähigkeitstempos, 20 Fähigkeitstempos, echt viel, muss man sagen. 150 Grundwert für Lebensregeneration, ist nett. Fügt nahen Gegnern 154 Schaden zu, das ist ein bisschen mehr als meine insgesamte AD. Stelle 28 plus 12% des fehlenden Lebens für jeden getroffenen Champion wieder her. Durch Fähigkeitstempo verringert, das ist cool, das heißt ja... Und Wave Clear. Swando. Schön. Und jetzt können wir Roam. Ich glaube, das könnte cool sein, Leute. Testen wir mal. Außerdem erhalte einen Angriffsschaden pro 5% des fehlenden Lebens. Wäre es nicht voll gut für Tründer mehr? Ich finde, das Item sieht auch aus, als hätte es Lifesteal. Aber hat es nicht. Ich habe leider noch kein Ultimate. Ich wäre aber da. Lux. Jungfrau in Not. Ich bin raus. Tschüss. Wobei, ich bin Conqueror Time. Das müsste gerade für sowas gut sein, oder? Ich will jedem noch helfen. Genau mich kommt, dir zu helfen. Okay, ich habe keine Ult. Da müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, Leute. Bisschen vorsichtig. Ja, wie stark ist er? 2-2 mit Red Buff. Miss Fortress 5-0 mit dem Rüsselbogen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen. Ich würde... Ich hätte Bock, sie zu engagen, aber... Vielleicht können wir ja so einen Sprung-Engage machen. Uah, nee. Gut, dann gehen wir wieder in die Mitte, weil Malzer macht da gerade meinen Turm kaputt, der Penner. Was ist eigentlich mit unserem Jungler? Ist der AFK? Jetzt mal ohne Witz. Oh shit, was ist denn hier los? Ist Amumu AFK? Jetzt auf No-Joke-Basis. Komm mal, jetzt zeige ich hier Conqueror Talon. Conqueror Quadrinker Talon. Stirbt. Der stirbt echt nicht? Wow. Jetzt kommt Pantheon von hinten. Toll. Oh Mann, Amumu ist wirklich AFK. Ach, komm, Leute. Den feinde ich doch jetzt einfach, oder nicht? Du bist ein scheiß Supporter. Du kriegst jetzt auf den Sack. Ja, also so halb. Also er blockt halt alles wie Sau. Und da unten ist halt noch Miss Fortune. Ja! Gönnung! Oh, jetzt Amumu ist wieder da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also der Vorteil bei diesem Itembild ist natürlich, dass wir sehr tanky sind. Wir sind also, ja, wir sind jetzt nicht einer, der direkt Bam macht, aber wir sterben nicht und machen, wir sind halt Battle Bruiser Lord Talon. Oder in Fachkreisen Gore-Drinker. Zack. Zack. Also, gehen wir jetzt erstmal Schur. Ich glaube, Mercurys wären echt gut. Die haben sau viel CC. Jax dann, Pantheon dann, Malta Ult und so weiter. Ist jetzt nicht sogar, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ist es jetzt nicht sogar so, dass Knockup auch reduziert werden kann? Nee, ich glaube nicht. Oder habe ich da was Falsches gehört? Bin mir gerade unsure about. So, wir kaufen uns erstmal Mercury Boots auf jeden Fall.
Mercosur. Und jetzt kaufen wir Black Lever, Leute. Gute alte Black Lever. Vor allem, wenn wir so viel Fähigkeitstempo bekommen, wird auch der Cooldown hier immer geringer. Gewährt allen legendären Items Fähigkeitstempo. Okay, das heißt, wir können vielleicht nachher richtig oft. Aber das wird nicht angepasst, ne? Das bleibt immer 50 Sekunden stehen. Schaden von gieriger Angriff. Schaden durch gieriger, durch Champ. Okay, cool. QSS wäre natürlich auch nett, aber wenn wir jetzt eh schon so tanky sind, dann ist QSS auch gar nicht mehr so wichtig. QSS ist dann wichtig, wenn wir explodieren würden. Ja. Gucken wir mal. So, ich würde ja gerne mal... Wen müssen wir töten? Miss Fortune auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, hier kommt gleich wieder ein Gank. Ich würde sehr gerne Miss Fortune töten. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Da würde ich mich sehen. Mein Control Ward steht nicht mehr, deswegen... Das springende Ward! Zack! Das springende Ward ist eine sehr mächtige Hidden Shinobi-Technik. So, die gehen jetzt davon aus, dass ich nach oben gehe. Deswegen gehe ich in die Mitte, Leute. Und deswegen, weil Jax jetzt denkt, dass ich in die Mitte gehe, gehe ich nach unten. Und Leute, ihr liebt mich. Geht weg. Gar nicht zu schlecht. Lass mich gehen, lass mich gehen. Ich bin tanky, ihr könnt mir nichts. Passt auf. Mayonnaise. Ich hab noch den Raui-Macher. Und jetzt die Attacke des attackenden Attackers. Spring, spring, Auto, du warst nie. Ja, Leute, wir sind tanky. That's the deal. The deal is that we're tanky, so. Because we are tanky, we can't. You can't CC me. CC me. Me tank. Ich habe aber auch alles abbekommen. So, und jetzt gehen wir nämlich noch mehr Tank. Hier, Statement gesetzt. Juwel des Juweliers. Feuriges Juwelier des zündenden Juweliers. Wow, schön. Na, das ist natürlich, bei jeder anderen Ult wäre ich schon 12-mal gestorben, wenn ich... Man muss halt sagen, ne, wir haben hier... Wir heilen uns. Guck mal, Heilung durch gierige Angriff 300, das ist schon nett. Und wir kriegen natürlich mehr AD, wenn wir so low sind. Deswegen habe ich da auch bei Jax, wir haben mehr Leben und nochmal Live-Rack, ne? So, jetzt gehen wir Miss Fortune töten. Wir haben natürlich auch durch Cooldown, können wir jetzt hier halt viel Dingsen, ne? Dingsen. Da ist Jax, ich bin dabei, wir sind dabei. Und jetzt kommt wieder Talon, Nani. Komm schon, lass mich gehen. Was, wo bin ich? Ach, da oben bin ich. Und Wurfblitz des Werfers. Schön. Und hier, ich bin jetzt richtig in Battle-Stimmung. Komm her. Nee, doch nicht, war ein Prank. Nein, nicht mich. No! Ah, okay, ja. Ich hab's verdient, Leute. Ich hab mich aber kurz verloren. Ich hab nicht gesehen, wo ich war. Irgendwie. Ich dachte, ich stand hier unten. Dabei stand ich hier oben. Ja, das war dumm. Wer hat das Geld bekommen? Warum ist Fortune die olle Foot? Hä, die ist 6-0 und ist nur 200 Gold wert. Wo ist die Logik? So, können wir irgendwas hier? Das Ding. Gut. Das Dingo. Und wenn wir dann nachher gefräßige Hydra noch haben, dann machen wir AOE Omnivampir. Da geht es wahrscheinlich dann einfach nur um den Heal und Fähigkeitstempo. Viel cool, dann kann man das denn reduzieren? Mich würde das echt interessieren. Zack. 10 haben wir aktuell. Oder 11. 10, 11 so. 10, 11. Ja, gut. Weil alle anderen behind sind. Okay, Kayle ist im Fighten. Mit Kayle habe ich auch jemanden, der mich gut beschützen kann. Das ist not too bad. So, Leute, ich wäre bereit. Wir müssen natürlich auch ein bisschen farmen hier. Mal ein bisschen. Und Batz! Bisschen. Das andere Item wollte ich aber auch nochmal testen. Dieses AOE-Tiamat. Das kaufen wir eh gleich. Aber. Ja, ich weiß nicht. Talon ist gerade nicht so ultra geil. Seine Winrate ist mega kacke. Vision Score 10 ist in Ordnung. So. Malzas hier unten. Den holen wir uns jetzt. Perfekt. Jetzt bin ich dabei. Ah, oh, da ist allerdings Milford. Was? Ah, ich wurde hier. Ich wollte abheben. Ich hebe ab. Zack. Zack. Miss Fortune ist schnell. Wir müssen. Okay, ich würde echt gerne Miss Fortune, aber es sind nur 200 Gold. So viel ist es gar nicht. AOE-Tiamat. Ja, es gibt so einen Tiamat, der für Spells funktioniert. Also. Leute! Aber ich bin Talon, ihr könnt mich nicht. Was ist denn mit denen? Die lieben mich. Ich glaube, das sind die Backstreet CC Boys. Die lieben mich wirklich. Leute, es gibt ein Sprichwort. No love on the streets. Leute. Ah. Batz. So. Na gut. 3-2-2. Ah ne, wir brauchen was ganz anderes. Wo ist denn mein Black Fever? Da 1-4 brauchen wir. Können wir den töten? Potenziell. Aber nur potenziell. Ich hab halt nichts. Na gut. Batz. Genommen. Minions genommen. Wie sieht's aus mit Drachen? Wir haben einen Winddrache. Das ist schon nicht schlecht. Da ist der Boy. Den würde ich auch, aber hier... Ah, oh, da hinten geht was. Ich komme.
Macht, ich muss sagen, ist natürlich nicht der typische Tarnbild, macht aber Spaß schon aktuell. Aber ich glaube, wenn man behind ist, bin ich mir nicht ganz sicher, wie geil das ist. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Die Frage ist, ja doch, wir gehen für den hier. Wow! Da, du hast einen Gegner. So, Leute, ich mach meinen Black Cleaver fertig, oder? Eigentlich müsste ich pushen, weil wir haben... Ne, ich hol mir Blue Buff. Eigentlich müsste ich... Komme ich hier rüber? Der Weitsprung! Wow! In der Schule war ich nie so richtig gut im Weitsprung. Wart ihr gut im Weitsprung? Ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber muss man gut da drin sein? Weiß ich nicht. Ich war so der durchschnittliche Sportsman. Ich war nie so... Ich war auch nicht der beste Läufer, aber ich war auch nicht der schlechteste. Ich war einfach ein normaler Mensch, würde ich sagen. Ein sehr normaler Mensch war ich. So, und jetzt noch... Tiamat Hydra. Wir hatten halt Glück, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Aber mit dem Itembild ist es halt schwieriger, im Early Game fett zu werden, weil man wenig Schaden hat. Ne, ich meine jetzt zum Beispiel Conqueror. Ah, hier steht aber nur Heilung, ne? Da steht nicht, wie viel Schaden wir zusätzlich gemacht haben. Ne, aber das kann sehr schnell verwirrend sein, wie Heilung 97 nur. So, Cooldown auf Quadrinker. 10, 9 so. 9, 10 irgendwie sowas im Dreh. Ist schon nett, ist schon nett. Kann man öfter machen. Vielleicht noch nachher einen Death's Dance dabei packen. Ich würde super gerne Red Buff haben, aber hier geht's gerade los. Wir brauchen Miss Fortune, Leute. Ich bin da. Können wir? Können wir? Können wir? Jetzt. Leute, ich bin Talon. Ich kann das machen. Glaube ich. Leute. Nö. Ja, aber, also, okay, ich habe extrem lange überlebt, aber ich wurde auch nicht so richtig gefokust, aber... Leute. Wir müssen das jetzt Baron wahrscheinlich. Scheißenkleister. Das war Baron. Das ist natürlich, wir haben wenig Schaden, ne? Wir haben, wobei sie hat auch Schildbogen, muss man sagen, ne? Schildbogen auf Adikels ist so nervig, Leute. So nervig. Ja, zu früh. Jetzt, Kale. Nee, du wirst sterben, tu's nicht. Du tötest alle, tu's nicht, du stirbst. Oh. Naja, gut, sie hat einen gekillt, aber war das worth? Ich glaube nicht, weil der war eh schon 0-3. So, ja, Drache, Leute. Drache. So, wir bauen jetzt mal den hier, der AOE Tiamat. Durchschlag, Angriffe, also auch Zauber. Was ich mich frage, ist nämlich, wenn ich meine W mache, zählt für jedes einzelne Blade Tiamat? Glaube schon, oder? Ich glaube schon. Bin mir unsicher, aber ich meine, ich habe das so gesehen. Ich glaube, ich muss den Gore-Drinker dann machen, wenn die low sind. Oder zählt das für Monster nicht? Nur für. Steht das gar nicht mehr dran? Macht das gar nicht mehr diesen Bonus-Damage gegen Lows? Nee, ne? So, hier, Leute. Wollen wir nochmal fighten? Ich wäre potenziell dabei. Oh, da ist ein Sport. Mann, ich bin schon wieder in der Ult drin. In der Ult-Parade. Leute, hört auf mich zu fokussieren. Ja, Leute. Ja, aber du. Guys, we really need to go S5. Ich meine, die hat noch Baron. Ja. Leute, oh Gott, die überleben alle mit 0. Töte, schieß. Danke. Oh, was ein Kack-Game gerade. Also, nee, Kacke nicht, aber wir hinten gerade. Wie, ich muss halt auch echt, ich bin nicht dieser Assassine, der ich denke, der ich bin. Ne, da müssen wir drauf klarkommen. Ich meine, ich bin der Ultraschwamm. Ich saug mega viel Schaden auf. Mehr als SpongeBob Schwammkopf. Krabbenburger macht. Wieso ist Malzer in unserer Base? Tötet ihn bitte. Danke. So, also wir müssen jetzt hier, wer will's rendern, Leute? Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Das Ding hier ist sehr teuer. 1-2. Lifestyle, naja doch, machen wir mal. Gut, da müssen wir jetzt gucken. Jetzt müssen wir ein bisschen... Wir sind ohne Witz, deren Team besteht aus drei Haufen Vasen, Leute. Der hier ist eine Vase, der da ist eine Vase und der ist eine Vase. Warum sollten wir surrendern, ganz ehrlich? Es gibt keinen Grund hier zu surrendern. Ja, ganz ruhig, ich will nur über die Wand rüber. Naja, wir müssen einfach mal kurz nur uns reduzieren. Uns einfach ein bisschen reduzieren. Ward hier. Sprung da. Brauchen natürlich ein bisschen Farm. Ich krieg gerade keinen Farm mehr. Hier noch ein Ward. Hier eine Pflanze benutzen. Hier mal eine Wave abfarmen. Ja, Jhin will sie auch, ich weiß. Aber Jhin sollte jetzt in die Mitte gehen. Weil sonst wird der hier unten gleich gekillt mit Pantheon und so weiter. Ne, man sollte so ab jetzt nicht mehr allein auf der Bot sein als ADK, das ist nicht gut. Mensch, ich mag reduzierte Sachen, die sind dann billig, so sieht's aus. Wir müssen halt, ich gehe jedes Mal auf eine Spotshop, ich habe keinen Schaden, um sie zu töten. Seht ihr, dann passiert nämlich sowas hier. Für mich ist das ja nicht so schlimm. Ich bin ja der flinke Tobi. Aber ihr solltet nicht hier sein. Na, wir brauchen auch mal das andere Dings-Item hier. Das andere War-Trinket-Wegmacher-Vision-Item. Und wir müssen halt gucken, dass ich mal jetzt meine Hydra zusammenkriege. Ich habe halt überhaupt kein Geldeinkommen gerade mehr.
Wir sind komplett burnt. 460 Gold, das ist nichts. Das ist ja nichts. So, vielleicht, ich glaube, jetzt sollte ich mit meinem Team aber groupen. Weil sonst geht er, aber ich gehe von hinten. Ich komme von hinten, Leute. Oder wir pushen Bot. Nee, ich gehe lieber zum Team, ganz ehrlich. Wir müssen, ich habe gesagt, lass mal 5 gegen 5 machen. Und ich glaube, im Teamfight bin ich auch sehr strong. Wir müssen nur mal zusammen fighten. Malta ist gerade oben. Wir könnten jetzt in der Mitte eine Gangbang kommen. Oh Mann, die hinten schon wieder. Ich sehe es doch schon auf der Map wieder. Was ist denn das für ein Positioning, was ihr am Tag legt, Leute? Och, Leute. 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 Reißt euch mal zusammen. Naja, so ja. Nee, also ich weiß nicht. Leute, stirbt der bitte noch? Der stirbt echt nicht, der Vasenmann? Hier, Vasengeld, das ist Geldsprung, Geld? Nö, was? Oh, ja, okay, aber also es war okay. Muss man sagen, dafür, dass das Team komplett runtergerannt ist, war es echt gut. Muss man sagen. Can we go as 5? No 3, no more, no 4, but 5. But no 6, no but 5. Kommt, Leute, kommt. Kommt, Leute, kommt. So, Tiamat, soll ich jetzt Tiamat kaufen oder das? Ich glaube, ich kaufe das, das ist cooler. Das hier, mein Gott, was will ich damit? Was ich mich frage ist, wenn das wirklich 60% meines, wenn ich eine W auf jemanden mache, ah, das löst, weil ich, wenn ich nur ein Ziel treffe, wahrscheinlich nur ein Blade aus, oder? Das muss ich testen. Das hier ist ja derselbe Effekt, nur genauso scheiße sogar. Ich dachte, er wäre sogar stärker, ist er gar nicht. Hä, der Effekt bleibt genauso scheiße beim Upgraden? Wow. Steht nur noch mehr drauf. Durchschlag fügt Einheiten am Ende seiner Reichweite mindestens 12% Schaden zu. Kann pro... Warum mindestens 12? Was heißt das mindestens 12? Auch wenn die weiter wegstehen. Kann pro Angriff oder Fähigkeit nur ein Ziel treffen. Und wirft schon regelmäßig Schaden nicht ausgelöst. Okay, gut. Ich war der Einzige, der nicht beim Team war. Nee, das ist nicht korrekt. Also, hier wurden halt zwei Leute gerade gecatcht. Das war das Problem. Einer war hier oben, wegen Malza. Amumu war hier. Und zwei Leute wurden hier gecatcht und sind gestorben. Also, außerdem habe ich ja niemanden, ich habe ja nicht gesagt, you suck dick, sondern ich habe gesagt, Leute, lasst uns als 5 gehen. Damit bin ich ja mit vielleicht auch einbegriffen, inbegriffen, reinbegriffen. Ich habe ja nicht gesagt, ihr seid doof und ich bin cool. Ich habe gesagt, let's group. Ne? Das ist ja nochmal underline, underline, score, Unterschied. So, drehen, zack. Zack, 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 zack. Ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen von meiner Power weggegeben, aber das war einfach passiert, weil wir alle dumm sind. Wir sind alle dumm. Wir haben richtig dumme Gehirne. So, wir können mal gucken, ob wir... Ich mache ein bisschen Druck noch auf der Bot, dann kriegen wir vielleicht mehr Power auf den Dragon drauf. Und ich bin ja instant beim Dragon da, wenn es da losgeht. Ja, und so muss das vielleicht hier jemand verteidigen, den Bums. Ja, man merkt, die Power ist schon ein bisschen geringer. AD ist nicht so ganz da. So, jetzt bin ich da. Botlane pusht, da gehen Minions drauf. Malza pusht Mitte. Können wir schnell Dragon machen? Hier, der Pantheon ist super very alone in the dark. Allerdings pushen die gerade Mitte. Können die enden? Nee, können die nicht. Dann holen wir uns jetzt Middle Fortune, Leute. Die Milf, die holen wir uns. Die alte Milf, die wird jetzt geholt. Milfsprung! Ignite! Auto-Attack! Q! Wow, okay, ich bin fast gestorben. Die ist einfach turbo mal stark. Aber das gab einen Tausi auf den Nacken. Also ADK... Leute, ich höre die ganze Zeit, ADK sind schwach. Aber jede Runde habe ich einen ADK-Carry in einem von beiden Teams, der mindestens 15 Kills hat. Und die hat gleich 15 Kills. Also Leute, ich weiß nicht, wo ADKs schwach sind. Aber nicht in dieser Welt. Come on. Ja, vielleicht nicht Kit-ADKs. Aber Leute, der stirbt doch gerade. Guten Tag. Guten Abend! Bäh! Jetzt holen wir uns den auch noch, Leute. Ich habe gleich Ultimate. Ah, ja, doch, die hole ich mir. Ich bin ein Battle-Bruiser-Talon. Das muss doch für was gut sein, oder? Ja, komm, ich baue jetzt die Conquer-Stacks auf. Conquer-Stacks werden aufgebaut. Und jetzt Black-Cleaver-Stacks werden aufgebaut. Und jetzt Talon wird aufgebaut. Und die brennen, 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 brennen. Ich bin Turbo-Schneller, voll neuer langsamer Warum bin ich so langsam? Vasensprung. Aber ich verliere kein AP und ich bin schnell. Hier könnte es dann kommen von Drax. Könnte. Hä? Achso. Leute, ich bin schneller Talon. Leute, aber man sieht, ich mach. Also Damage mache ich halt over time, aber er ist schnell als ich schneller schnell. Ja, Schittenkleister. Oh, jetzt hier. Pff, guckt euch diese Turbo-AE-Zerstörung an. Könnte was sein, Leute. Jetzt noch ein Hex, Death's So Dancer vielleicht. Death's Dance gibt zwar keinen Lifesteal mehr, aber reduziert den Schaden, den man bekommt. Das ist schon nicht schlecht, glaube ich. Oder irgendwas, was Turbo-Damage macht. Irgendwie ein Turbo-Mann oder so. Hier, Schlagattacke. Das Gute ist, ich kann einfach nicht sterben so schnell. Ich kann einfach hier so für so einen Trade gehen. Und, naja, okay, da kommt Miss Fortune. Die one-shottet mich. Und tötet mich. Ja, okay, es war dumm. Aber komm, mach was. Jetzt, Kale, Kale ult, Kale. Kale ult. Ja, schön. Baited. Ich bin einfach Schwammkopf, Leute. Einfach Zeit gekauft, Damage gekauft.
So, jetzt gucken wir, was wir kaufen. Guck mal, perfekt gecarried. Damage, deswegen sind Tanks broken, Leute. Ich habe alles in mich eingesaugt, wie so ein Schwamm. Ja, okay, so. Also, wir können Death Stance bauen. Death Stance ist nicht mehr wie damals, aber ich sauge quasi, ich bin, würde meine Schwammkopfaufgabe noch stärker machen. Wir könnten natürlich auch GA kaufen, aber vielleicht, jetzt ist die Frage, bauen wir unsere Stärke, dass wir nicht zerstörbar sind, aus? Oder bauen wir die Schwäche, dass wir nicht so viel Schaden haben, aus? Zum Beispiel hiermit. Oder so. Hier hätten wir 30% Armor Pen, aber das ist, glaube ich, nicht, was wir brauchen. Wir brauchen hier pure Vernichtung. Ich mache halt Miss Fortune nicht kaputt, das ist das Problem. Aber wir haben Schaden, wir haben Kale und wir haben Jin und wir haben Amumu. Was traurig ist, dass es halt Schaden zählt, aber ja. Witz End. Was könnte man denn bauen, was wir damit? Irgendwas aus Dirk. Aber das sind auch nicht die geilsten Items. Mythic habe ich ja schon, der Sammler wäre, aber ist auch ein bisschen spät dafür. Blutklinge, ne, ich glaube, wir machen jetzt Death Stance, Leute. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen mehr Fähigkeitstempo. Edge of Night vielleicht. Gut. Wir haben jetzt CDR von 8 Sekunden. Und wir haben jetzt halt die Turbo-AOE-Kanone. Lass mal AOE-Kanone machen. Das heißt, wir machen so, wir machen so, wir machen so. Ja, also es ist okay. Es ist okay. So. Ich glaube, Death Stance ist auch ganz nett, weil wir haben ja auch... Die Gegner haben ja sehr viel AD-Schaden mit der Miss Fortune. Hat die eigentlich Amor-Pen oder sowas? Ist das hier Amor-Pen? Sterbliche Mahnung, ja. Hä, nee, warte mal, hä? Das hat gar kein Amor-Pen mehr? Lol. Hä, nee, lol? Lol. Ja, okay. Ich habe 103 CDR, das ist ja insane. Das ist ja insane, 103 habe ich. Und ich habe noch zwei Items offen. 103, das heißt, wir können halt auch mega viel zaubern die ganze Zeit. So, wir pushen mal eben durch. Wir können natürlich auch für Split gehen. Damit, mit dem Itembild, können wir jetzt richtig schnell splitten, Leute. Weil wir einfach AOE-Lord sind. AOE, Schwammkopf und Sterblichkeitslord. Also Unsterblichkeit definiert halt, ne, aber... wir bleiben jetzt hier auf der Seite. Split pushen. Sobald mein Team fightet, bin ich super schnell da. Die fight nämlich jetzt. Deswegen gehen wir jetzt da. Das ist gar nicht schlimm, wenn wir ein bisschen später kommen, weil dann sterben wir nicht direkt. Und dann können wir hinten in die Backline rein etablieren. Genauso wichtig. Genauso. Jetzt machen wir den Backline-Sprung. Von den Backstreet Boys. Zack, 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 zack. Wieso werde ich immer geultet? Schön. Perfekt. Schön, perfekt und super schön. Gut. Weh. Und jetzt will ich den AOE. Ja, also ja, es ist. Ich bin einfach Amumu. Amumu in cooler. Mit Sprüngen über Wände. AOE-Damage und Tanky. Schaffe ich das? Leute, ich werde euch meine Tankiness beweisen. Ah, sehr gut. Also, der Itembild hat was. Aber die Frage ist halt, wie es läuft, wenn man nicht gut ins Game kommt. Weil da macht man gar keinen Schaden mehr. Ich meine, vielleicht kommt man einfach ins Game. Aber vielleicht auch nicht. Der Anfang ist halt mega langsam, weil... Man baut halt HP wie sonst was, ne? Ja, Sprungmacher-Attacke! Wiu! Svetno! Svetni! Ja, ist okay, schön! Schön, 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 schön! Richtig, richtig schön. Lass mal Damage gucken. Ich hab, naja, gut, man müsste eigentlich gucken, Damage aufgesaugt müsste man gucken. So, wir honorieren. Was ist das? Stulle, dein Können auf Probe? Ich kann es nicht wegklicken. Mein Client schießt gerade ab. Okay, jetzt geht's. Jetzt habe ich... Oh, ihn gehonert. Wollte ich aber auch. So. Damage. Wahrscheinlich nicht den Mai. Ist aber okay. Dafür, dass wir Schwammkopf waren, war das okay, würde ich sagen. Geht.